Moin Amigos, moin zusammen, hallo, ich grüße euch, ich hoffe euch geht's allen gut. So, soeben ist das, ja, was war das? Eigentlich sollte das für diesen jungen Mann hier, für Maurice Banach, genannt Mucki, sein lang ersehntes Gedächtnisspiel sein, in Gedenken an ihn. Der Gute ist mit 24 Jahren viel zu früh verstorben. Wer gerne mehr über Mucki wissen möchte, kann sich gerne mein Video, ja, ist jetzt leider immer ein trauriger Moment letztendlich, aber meine Videos alle Jahre wieder zum 17.11. an seinem Todestag, ist zudem auch noch ein Tag vor meinem eigenen Geburtstag, gerne mal anschauen. Gerade zu meinem letzten Video habe ich einiges über ihn erzählt. Wer da ein bisschen mehr über Mucki wissen möchte, kann sich dieses Video gerne angucken. Ich werde das denn sonst noch mal gerne in diesem Video hier unten in der Kommentarfunktion halt anpinnen. Wie gesagt, für mich hat dieses Spiel, was eigentlich um Mucki gehen sollte, ist komplett am Ziel vorbeigeschossen. Was war das jetzt? Ich weiß es nicht. War das ein Feierabend-Kick? War das ein Ich-hab-keinen-Bock-mehr-Kick? Ich habe 8 Stunden gearbeitet, jetzt muss ich noch Fußball spielen. Ich weiß es nicht. Also es waren 3.500 Zuschauer da. Schön, dass ihr da wart. Letztendlich ja. Die besten Fans im Stadion waren, glaube ich, keine Ahnung, 8 bis 10 Jahre alt. Die hat man aber dann, ja, bis zur Pause hat man die brüllen lassen. Komm on FC, 1. FC Köln oder schieß ein Tor. Ja, dann zur Pause wurde es dunkel. Dann hat man sie wohl anscheinend gewaltsam irgendwie aus dem Stadion geprügelt. So scheint es mir, weil danach habe ich die überhaupt nicht mehr gehört. Ist schon irgendwie traurig, weil die anderen Fans Hände in der Tasche und dann stehen sie und gucken zu. Also wenn man für den Mann hier schon nicht mal aufsteht und einfach nach Mucki ruft oder sowas, weil darum ging es ja hauptsächlich eigentlich in dem Spiel, weiß ich nicht. Und wenn man das schon nicht macht und nicht mal irgendwie aufsteht, gut, wobei viele hatten ja ihren Stehplatz und irgendwie ihre Mannschaft da anfeuert. Ich weiß aber auch gar nicht, was das für eine Mannschaft heute war, unabhängig davon, ja, Länderspielpause, es sind 10 plus Spieler irgendwie auf Reisen, aber das war ja, da hat er gefühlt gar kein Profi mitgespielt. Natürlich haben da Bundesliga-Profis mitgespielt, aber die haben nicht wie Bundesliga-Profis gespielt. Also das war, es ist, wenn du denkst, es geht nicht schlimmer oder sowas, in der Bundesliga mit den ganzen Kackergebnissen und schlechten Leistungen zuletzt, dann sagt sich der 1. FC Köln ein Spiel später, nö, wir können es noch schlechter oder noch sinnfreier oder sinnloser oder leistungsschwacher als zuvor schon. Ne? Wie gesagt, du spielst hier gegen eine belgische Mannschaft, gefühlt die belgische Stadtparkmannschaft aus Albertus. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also die beste Torschance, die wir hatten, war in der ersten Hälfte durch Damien Downs. Wir hatten uns mal durchgesetzt, sind über links gekommen, in Rückraum gespielt. Und Damien hat dann, ja, aus der zweiten Reihe kann man nicht sagen, so auf Höhe des 16ers, hat er den Ball dann direkt genommen, hat ihn nicht ganz gut getroffen mit dem rechten Fuß, deswegen flog er auch wahrscheinlich auch einiges rechts am Tor vorbei, okay. Dann gab es nochmal eine Kontersituation, wo er auch auf der 10er-Position, dazu komme ich gleich übrigens, einen gut ausgestiegen hat und dann wollte er Lemperle, der über links kam, ihn in den Lauf spielen. Kann ich jetzt nicht sagen, ob der Ball nicht gut genug gespielt war. Auf jeden Fall war noch einer der Belgier von St. Troaden dazwischen und konnte den Ball halt wegschießen. Das war es dann aber auch. Im Grunde die gefühlt erste Chance für die Gäste war auch sofort wieder ein Tor. Touré, unser rechter Verteidiger, der eigentlich stark angefangen hatte, also stark in dem Sinne, er war laufstark, er wollte mit nach vorne Doppelpässe spielen, sich vorne einschalten, ja, hat dann aber einen schlampigen Rückpass auf Kilian gespielt. Der konnte halt nicht mehr eingreifen, ja, musste ins Laufduell, kam nicht mehr hinterher. Die haben dann von der Tor aus Grundlinie sozusagen in Rückraum gespielt und da stand dann einer, der den Ball dann natürlich sofort verwertet hat, 0-1 hinten. Dann hatten die Jungs eigentlich noch eine andere gute Torschance oder eine Doppeltorschance, könnte man sagen. Sind sie halt auch wieder durchgebrochen, kamen über links, haben dann aufs Tor geschossen in die sogenannte kurze Ecke, aber zu mittig, den Horn dann halt normal gut gehalten hat, war jetzt kein unhaltbarer Ball, den er gehalten hat, den muss er halten, hat er gehalten. Der Ball wurde dann abgefälscht von seinen Fäusten aus, ging wieder in den Rückraum, natürlich wieder zum Gegner. Der konnte dann halt nochmal aufs Tor schießen, sozusagen dann in die andere Ecke. Den hat Horn dann aber auch gehalten, aber der war jetzt nicht ganz so hart und platziert geschossen. Letztendlich hat Horn im Grunde alles das gehalten, was er halten konnte. Man kann ihm jetzt keinen Vorwurf machen, aber ich weiß nicht. Also
dieses Sinn des Spiels, also eigentlich für Mucki, für diesen wunderbaren Menschen, ja, denn so als, keine Ahnung, Feierabendkick ausklinken lassen, das ist schon erbärmlich. Also es tut mir leid. Also wenn Köln sowas vorhat für diesen Mann, das ist schon überfällig. Der ist 1991 ist er verstorben. Durch Andreas Gielchen, der jetzt auch vor kurzem verstorben ist. Ich weiß gar nicht, ob man dem gegenüber halt auch irgendwie was erwähnt hatte. Ich habe das jetzt nur im Livestream gesehen. Das Spiel fing eigentlich an, die beiden Mannschaften kamen auf den Platz. Denn der Sohn von Mucki, gestandener Mann mit seinem Sohn, also Muckis Sohn und sein Enkelsohn von Mucki, standen halt in der Mitte. Die beiden Mannschaften links herum haben geklatscht. Keiner sagt was. Ich weiß nicht, ob vorher was gesagt worden ist. Und dann hat das Enkelkind von Mucki halt einmal so angestoßen. Und dann war es das. Und dann hat man eigentlich ja dieses blutleere Feierabendspiel hat man dann ja abgehalten. Wie gesagt, zu den Fans sei gesagt, klar, 3500 Fans, die vor Ort waren, super. So hat die Familie dann noch ein bisschen Kleingeld bekommen, was sie gut gebrauchen kann. Na, klar, die Mama von den Kindern halt, wie auch wenn die Kinder mittlerweile erwachsen sind oder sowas, aber ja, der 1. FC Köln hat damals, als Mucki verstorben ist, viele Jahre lang links liegen gelassen. Das war halt eigentlich auch ein Unding. Ja, aber so was jetzt so diesen Sinn der Zuschauer da angeht, weil für Mucki wurde nichts gemacht oder Sprechchöre, letztendlich für die Mannschaft auf dem Platz halt auch nicht, auch wenn sie scheiße gespielt hat, aber dann pfeift die zumindest aus, weil das hätten sie verdient gehabt, ne? Und nicht immer nochmal klatschen und Mut fassen, wie man das da so von dem einen oder anderen FC-Fan hört. Man muss Mut fassen und Baumgart ist der richtige Trainer und der wird uns da rausholen. Ja, dann frage ich euch jetzt mal, warum Lämperle als Stürmer wieder nicht als Stürmer spielt, sondern als Links- oder Rechtsaußen. Damien Downs ist Stürmer, spielt auf der 10. Und Tigges, der nachweislich bekanntlich gar kein gelernter Stürmer ist, überhaupt nichts kann, hat er ja schon in 20 Pflichtspielen bewiesen, der darf Stürmer spielen und spielt auch dieses Spiel durch. Er spielt durch. Wir wissen alle, wie Tigges ist. Schlecht, scheiße. Aber er ist bei Baumgart der beste Mann und darf spielen. Ja gut, Selke hat man jetzt rausgenommen aufgrund seiner kleinen, seines Reizpunktes im Knie. Aus dem Leipzig-Spiel hat er das dann noch, läuft er da ja mit rum. Und trotzdem, dass er angeschlagen ist, spielt Selke, ja klar, auch noch mit Luft nach oben, aber ist gefühlt trotzdem der beste Mann, der sich auf dem Platz zerreißt, der alles gibt, der anfeuert, der Gas gibt, der beißt, der kämpft. Und ja, von Tigges, wo wir alle wissen, der kann nichts, der spielt 90 Minuten durch. Und unsere sogenannten, oder auch von FC-Seite aus, ganzen Talente, Lämperle, der wird nicht verliehen. Wie kommt der da drauf, sagt Baumgart, der wird nach, weiß ich nicht, was war das, 75 Minuten ausgewechselt, 70 Minuten ausgewechselt. Damien Downs wird nach 62 Minuten ausgewechselt. Vor dem Dortmund-Spiel hieß das noch, den werdet ihr häufiger hier sehen. Wartet ab, ja. Und jetzt können die sich beweisen in einem Testspiel und werden als erstes ausgewechselt. Und Tigges, wo wir alle wissen, was der kann, oder beziehungsweise andersrum gesagt, was der alles nicht kann, der spielt wieder so ein Spiel durch. Das kannst du dir nicht ausdenken. Es kann, also wie gesagt, zwei Stürmer, wo wir denken, vielleicht, ja, und nein, spielen auf der falschen Position wieder. Und der gar nichts kann, der sowieso kein Stürmer ist, spielt Stürmer und spielt durch. Mir fällt dazu nichts ein, tut mir leid. Gut, kommen wir jetzt einmal zu den jeweiligen ja, Formationen, die der 1. FC Köln gespielt hatte. Als ich die Startaufstellung gelesen habe, zumindest von den Namen her, wusste ich gar nicht, wie wir eigentlich spielen. Ich habe am Ende, bis zum Anstoß, hatte ich auf meinem Spickzettel drei verschiedene Aufstellungen. Ja, letztendlich ist es dann halt so gewesen, dass Timo Horn im Tor stand, Touré rechter Verteidiger, Kilian, Chabot und Simniac, glaube ich, oder wie hieß der Gute? Nee, Simnica, so rum, genau, hat dann den linken Verteidiger gegeben. Benno Schmitz und Jonas Hector auf der Doppel-6. Okay, wir spielen gegen Dortmund mit einem Sechser und gegen die Stadtbach-Truppe aus Belgien spielen wir mit zwei Sechsern. Das verstehe ich jetzt auch richtig, ne? Herr Baumgart, alles klar, okay. Das dann mal dazu. Haben wir keine offensiveren Spieler? Oder, also weiß ich nicht. Gut, kommen wir eh gleich zu, weil als die Wechsel dann in der zweiten Hälfte passiert sind, da sind ein, zwei Leute reingekommen, die gleich Feuer und Dampf gemacht haben. Also am Ende müssen wir gar nicht mehr über Lämperle oder Down sprechen. Die spielen eh keine Rolle bei Baumgart. Du musstest jetzt theoretisch über Mittelstädt oder Schlag sprechen. Der musst du die bringen für die Bundesliga. Weil als die reinkamen, gab es nochmal ein bisschen Feuer, aber dazu komme ich gleich. Naja, wie gesagt, Meiner und Lämperle haben halt über links und rechts gespielt. Die haben sich auch während der ersten Hälfte halt auch abgewechselt. Auch in Ordnung. Downs, wie gesagt, auf der 10. Ja, gut. Obwohl er halt, wie gesagt, die beste Torschance hatte im Grunde für uns, zumindest in der ersten Hälfte. Vielleicht wahrscheinlich auch aus dem ganzen Spiel heraus. Ja, und Tigges turnte vorne rum. Tigges hatte die ganze zwei, ich sag jetzt mal, gute Aktionen, die man jetzt aber auch nicht zu hoch hängen muss,
müsst ihr und sagen müsst ihr, oh, der ist gut, der kommt, der braucht seine Zeit. Er hat einmal den Ball gut zu meiner weitergechippt, der konnte daraus aber nichts machen. Und in der zweiten Hälfte, ich glaube, nach einer Hector-Flanke wahrscheinlich, weil Hector hat dann später zum Ende des Spiels sein linker Verteidiger gespielt, hatte Tigges dann nochmal eine Kopfballchance, ja, aber ging halt zu mittig auf den Torwart. Das war zumindest gut. Solche Bälle musst du als Stürmer irgendwie haben oder kriegen. Aber wir wissen ja alle, er kann nicht köpfen. Aber für den Moment oder für diese Aktion war es in Ordnung. So, in Ordnung. Aber trotzdem, er durfte 90 Minuten durchspielen und sonst hat man nichts von ihm gesehen. Gar nichts. Bis auf diese eine Aktion, wo er meiner in den Lauf gespielt hatte und halt diese eine Kopfballsituation. Sonst war offensiv gesehen von ihm nichts. Er hat keine Bälle gewonnen, er hat keine Zweikämpfe gewonnen. Keine Ahnung. Also für mich, dieses Testspiel in Bezug auf Mucki, komplett fehl am Platz, also komplett am Ziel vorbei. Und wenn man dann sagt, ja, wir nehmen das jetzt irgendwie, um Selbstvertrauen zu gewinnen, auch komplett am Ziel vorbei. Weil du müsstest doch jetzt einen Lemperle oder einen Downs oder wenn ein Deal jetzt da wäre, weil der jetzt aber nun jetzt auf Länderspielreise ist für die U19 für Deutschland, musst du doch denen die Spielzeit geben. Und nicht dem, der 20 Spiele schon versagt hat. Aber ich habe es vorher schon angekündigt, am Ende spielt Tigges wieder und er bekommt auch die meiste Spielzeit, so kam es. Aber gut, ich wurde ja was letztens noch als 0815 Klatschreporter vom Express betitelt. Dabei bin ich eigentlich authentisch und sage meinen Senf runter und erzähle hier euch nichts, was irgendwie im Internet steht und radder das 1:1 runter. Selbst wenn mal, dann erwähne ich das, dass das geschrieben worden ist und sage euch dann meine Meinung. Ne? Aber kannst du dir nicht ausdenken. Ja, gut. Auf der Bank saßen dann Köbbing, Hübers, Bakatukanda, Schlacks, Weschenbach, Kujovic. Ich glaube, der war gefühlt dreimal am Ball, glaube ich, Kujovic. Und Mittelstädt. Ja, direkt zum Neuanfang der zweiten Hälfte wurde auch dreifach gewechselt. Köbbing kam dann für Horn. Muss ich schnell, ja, und die Innenverteidigung wurde ausgewechselt. Ich musste einmal auf meinen Spickzettel gucken. Kilian und Chabot gingen raus und Hübers und Bakatukanda kamen rein. Also im Grunde gab es erstmal so personell keine Veränderung taktisch gesehen. Also alle anderen spielten halt weiter auf ihre Position, wurde 1:1 halt gewechselt. Ja, später kam dann Kujovic, wie gesagt, für Touré. Schmitz ging dann auf die Rechtsverteidigerposition. Kujovic stand neben Hector und ich glaube, 20, 25 Minuten hatte der Kujovic nicht einmal den Ball oder sowas. Später ging dann Simnica raus, Hector ging dann halt auf die Linksverteidigerposition und Schlacks und Mittelstädt kam rein für eben halt dann Downs und lasst mich hier eben kurz gucken. Ja, eben für Simnica, genau. Weschenbach kam später noch für Lemperle und im Grunde die besten Spieler aus diesem Testspiel, kann man sagen, die es versucht haben, waren halt Hector. Dann hört es eigentlich schon auf. Wobei Meiner hat auch viel versucht, aber auch glücklos. Also selbst ein Meiner konnte sich heute nicht durchsetzen oder irgendwie für Torgefahr sorgen oder Tore schießen oder Tore vorbereiten. Aber der hat es trotzdem irgendwie noch versucht. Ja. Downs, ja. Erste Hälfte auf jeden Fall. Zweite Hälfte, bis er ausgewechselt worden ist, kam auch leider nichts mehr. Liegt jetzt aber auch nicht zwingend an ihm. Ja, aber die beiden Wechsel mit Mittelstädt und Schlacks, die haben dann nochmal neues Feuer gebracht. Aber auch die Umstellung von Hector von der 6 auf die Linksverteidigerposition, da hatten wir wieder viel mehr Zug nach vorne. Dann auch die Flanken von Hector, die teilweise gefährlich kamen, alles gut. Allerdings, direkt zum Pausentee kamen ja nicht nur diese ersten drei Wechsel mit Köbbing, Hübers und Bakatukanda, sondern auch direkt ja, wieder ein Fehlpass von uns. Pfostenschuss von den Belgiern, da hätte es direkt sofort wieder geklingelt, hätte sofort ein Gegentor wieder gefressen. Ja, also in der Summe haben wir gegen eine für mich belgische Stadtpark-Feierabendtruppe hier unter der Woche ja, verdient 1:0 verloren, das kannst du dir nicht ausdenken. Man kann irgendwie verlieren oder sowas, auch in Bezug auf ein Gedächtnisspiel für einen alten FC-Spieler oder für einen FC-Spieler, der halt viel zu früh verstorben ist. Ja, okay, wenn die Leistung stimmt, wenn auch die Leistungen in der Bundesliga stimmen, aufgrund dessen, weil man sich ja eigentlich darauf konzentrieren möchte, dass man vielleicht jetzt nicht so im Fokus steht oder sowas, aber wir stehen eh schon mit einem Fuß am Abgrund der Bundesliga, dass wir sang- und klanglos absteigen werden am Ende nach 34 Spieltagen
Und jetzt kommt so ein Spiel und da müsste das eigentlich brennen, da müsstest du ein neues Feuer entfachen oder sowas. Und du gehst einfach baden. Du gehst gegen diese belgische Saint-Truiden-Truppe da, verlierst du zu Hause oder beziehungsweise im Franz-Krämer-Stadion 1-0 und bist eigentlich noch teilweise gut bedient, weil aufgrund des Pfostenschusses oder andere Torschancen, ich glaube, die hat nochmal eine Ecke mit einem guten Kopfball, den Köbbes beziehungsweise Köbbing dann halt stark hält, ja, kannst du dir nicht ausdenken. Allerdings, in der, ich glaube, 90. Minute war das, hat man sich nochmal durchgesetzt, ich Mittelstädt oder Schlags, glaube ich, auf Hector, der dribbelt in 16er, legt den Ball an, also vorbei und er wird einfach gelegt von dem, wie auch immer, vom Gegenspieler. Schiedsrichter sagt, nein, kein Foul. Da hätten wir eigentlich den Elfmeter kriegen müssen. Jetzt wäre aber die Frage, wer hätte dann geschossen? Ich weiß es nicht. Ja, aber gut, den Elfmeter hätte er geben müssen. Dann wäre es vielleicht nochmal glimpflich ausgegangen, aber letztendlich wäre es dann trotzdem schlecht gewesen, weil auch so ein 1-1 hätte das alles nicht besser gemacht. Ne? Er hat dann auch pünktlich abgepfiffen, der Schiedsrichter, auch in der ersten Hälfte. Da gab es dann nochmal so ein paar Verletzungsunterbrechungen. Aber pünktlich nach 45 Minuten wurde dann halt abgepfiffen. Also noch nicht mal irgendwie ein oder zwei, drei Minuten wurde nachgespielt. Was weiß ich, der Schiedsrichter muss dann auch wohl schnell ins Bett. Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Daran soll es jetzt aber auch nicht gelegen haben, aber das jetzt nur am Rande gesagt. Ja, denn lustig war übrigens, ja, bei dem ganzen Schlechten und sowas, unsere beiden Außenverteidiger in der ersten Hälfte, Touré und Simnica, immer wenn sie den Ball hatten beim Einwerfen, stehen sie da und zappeln da, wo ich dachte, was ist los? Am Wochenende, wenn sie frei haben, weißt du, arschcool in der Shisha-Bar sitzen, weißt du, so ein Schwanz in der Hose, tut mir leid, dass ich das jetzt so sage, aber beim Einwerfen zappelt Philipp hoch 10 oder was? Dann zweite Hälfte, Wechsel bei den Belgiern, glaube ich, weil die haben ein bisschen umgestellt, da musste dann einer einwerfen, der eigentlich in der ersten Hälfte, ich glaube, linker Verteidiger war, der nachher am Ende, glaube ich, rechter Verteidiger gespielt, ganz komisch, ist auch scheißegal, weiß ich nicht, ich muss ein Stück zurückgehen, damit ihr das seht. So hat er geworfen, ist egal, Spiel ging trotzdem weiter, kein Linienrichter, kein Schiedsrichter hat was abgepfiffen, weil die haben sich gedacht, ich will hier pünktlich nach Hause heute und wenn der schon falsch wirft, dann wird sein Kollege wahrscheinlich auch falsch werfen. Also das nochmal was Lustiges am Rande, ja, ich weiß das nicht, also mir fällt dazu nichts ein, also ganz ehrlich. Für mich kam das heute so, so vor, als ob du für die U21, der übrigens wahrscheinlich 3 Punkte aberkannt werden könnten am grünen Tisch, beim 3-2-Sieg gegen Wattenscheid hat Marc Zimmermann, glaube ich, ne, ja, ja, er hatte schon 3 Spieler auf dem Platz, die über 23 sind, unter anderem Limnios, und hat dann nochmal jemanden gewechselt, der auch über 23 ist, und ja, damit wirst du sehr wahrscheinlich die 3 Punkte verlieren und dann gegen Wattenscheid 2-0, ja, verloren haben. Ist natürlich bitter, weil du jetzt mit 31 Punkten eigentlich schon wieder fast gerettet bist. Ja, die 3 Punkte abzurätseln, dann wird es halt wieder knapp. Man hat es dann immer noch in der eigenen Hand, sich am Ende zu retten, aber irgendwie dieses Testspiel oder dieser Feierabendkick hier, der ging nicht um Mucki, der ging auch nicht um unsere Profis, sondern der ging irgendwie gefühlt für die U21-Spieler, damit die besser in Form kommen, damit die am Ende nicht absteigen aus der Regionalliga, ich weiß es nicht. Ja, und Talente hin oder her vom FC, ja, die durften jetzt mal spielen, Downs und Lemperle, auch von Anfang an, ja. Aber ja, der eine wird nach 62 Minuten ausgewechselt, der andere nach 70, 75 Minuten. Und der, wo wir alle wissen, dass der shit as hell ist, der spielt durch. Also, da kannst du dir nicht ausdenken. Und da weiß ich auch nicht, warum denn auch immer noch die letzten Baumgart-Fanboys hier darüber nicht auch mal stolpern und sagen, Digga, was entscheidest du da eigentlich? Also, wie kann das sein? Also, es hat halt auch nichts mit Bashing vom Baumgart zu tun oder sowas. Aber er lernt ja einfach nicht dazu. Warum will er aus Zwang, aus Tickets irgendwie einen Bundesligaspieler machen? Der Typ geht in der Regionalliga unter. Der hat nirgendwo was zu suchen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat ihn... Ich komme darauf nicht klar. Andere Fußballer, die spielen jetzt noch Dritte Liga oder haben jahrelang Dritte Liga gespielt, weil man die nie gesehen hat oder einfach nicht die Chance bekommen hatten. Und der Typ spielt bei uns Bundesliga. Weiß nicht, da blutet mir so ein bisschen das Herz. So. Und ich habe mit 35 Jahren aufgehört, Fußball zu spielen. Ich bin jetzt 41. Weiß ich nicht, wenn ich 3 Monate trainieren würde oder sowas, dann wäre ich 10-mal so gut wie der. Also da könnt ihr einen drauf lassen. Also zumindest würden wir halt auch mal eine Torschance mehr haben, als wir mit ihm zusammen haben. Ne? Also wenn man jetzt sich jetzt mal meine Karriere anguckt, die ich hatte oder sowas, ja, ich war schon ganz gut. Ich habe zwar nur Kreisliga und Bezirksliga gespielt,
Aber ich wusste, wo das Tor stand, ich wusste, was Einsatz ist und konnte nicht nur schwiegermuttihaft lachen, ne, oder grinsen wie er. Ja, weiß ich nicht. Also für mich, das ist eine absolute Katastrophe gewesen hier, dieses Spiel. Am meisten sind wir aufgefallen mit Querpässe hinten, die dann auch noch scheiße waren, viel zu langsam in den Rücken gespielt und so weiter und so fort. Und man hat ganz klar gesehen, die Belgier, die haben sich hinten reingestellt, haben abgewartet, wir haben Fehler gemacht, sind die mit 3 Mann nach vorne gelaufen und hatten direkt eine Torschance. Und wir rennen mit 8 Mann nach vorne gefühlt oder sowas und sind hinten auf wie ein Scheunentor und gewinnen hinten auch wieder, denn irgendwie keine Zweikämpfe oder sowas. Bezeichnend war auch die eine Chance irgendwie von denen, da sind irgendwie auf einem Fleck 5 Rote, also die Kölner, und der Belgier schießt den Ball irgendwie durch Freund und Feind gefühlt, ja, wahrscheinlich nur durch den Feind, und da ist auf einfach einmal einer durch von denen und kann aufs Tor schießen. Der hat aber irgendwie 10 Meter am Tor vorbeigeschossen, aber die haben auch scheiße Gold gemacht. Und wir versuchen irgendwie aus Zwang mit formschwachen Spielern, mit Spielern aus der zweiten Mannschaft, die in der Regionalliga um den Abstieg spielen, will Baumgart hier offensiv ditschi-datschi, klatschi-ditschi spielen, ich habe keine Ahnung, und merkt es nicht, dass nichts funktioniert und wir sind hinten offen und alles, und das ist doch aber auch nicht förderlich. Also es hat für die Stabilität, hat das überhaupt nichts zu tun gehabt heute, und nach vorne sowieso nicht, weil wir hatten gefühlt, weiß ich nicht, wie gesagt, den Kopfball von Tigges, Lamperl hat nochmal aus der zweiten Reihe geschossen, so 20 Meter vom Tor, der ging dann aber irgendwie 5 Meter übers Tor rüber. Ansonsten, das war's. Ich meine, der Mittelstädt hatte noch einen Schuss am 16er mit links, der ging aber auch irgendwie 3 Meter vorbei oder sowas, aber der hat sich halt mal was getraut, ne? Und ja, der beste Einwerfer war ein Kölner heute, war Schlags, also jetzt, das meine ich jetzt im positiven Sinne, der hat sich vernünftig hingestellt, hat geworfen, mit Schmackes auf die Brust vom Kölner und nicht wo der Abwehrspieler, der den Kölner deckt, in der Geschwindigkeit um einen rumläuft und den Ball den klären kann. Also Katastrophe, wie gesagt. Also das war eigentlich wieder, ja, ihr merkt schon, ich verfall hier irgendwie in Slapstick und Ironie und Sarkasmus oder sowas, aber mehr kannst du über diesen, weiß ich nicht, Feierabend-Kick hier auch gar nicht sagen. Also im Grunde, also ich bin enttäuscht, weil das für ihn hier überhaupt nichts zu tun hatte. Auf der Haupttribüne saßen Fans und dann mehr rechts und rechts hinterm Tor, ja. Komplett links hinterm Tor saß gar keiner und gegenüber auch nicht. Gut, wenn jetzt nicht so viele Zuschauer da sind, ist da auch klar, okay. Aber hat man da irgendwie einen Banner hingehangen, da vorne hast du einen Banner hingehangen für Mucki, das war's. Aber keine Sprechchöre, kein irgendwas oder sowas, außer vor dem Anpfiff, bevor der Livestream anfing, das müsst ihr mir sagen, falls ihr vor Ort gewesen seid, hat man da irgendwie was für ihn gemacht. Ansonsten war das alles, Muckis Sohn mit seinem Enkel gehen auf den Platz, grinsen in die Kamera, der Lülle macht Anstoß, runter vom Platz, Anstoß, das war's. Das war's? Das war's für den Typen hier, der war einer der besten Fußballer, beziehungsweise Stürmer, die Köln je hatte. Klar, wir hatten auch ein paar andere oder sowas, vorher oder auch danach, ja. Aber wenn du eine Top 10, Top 15 erstellen müsstest von den Stürmern, war er einer darunter. Und dann kriegst du sowas da aufgeboten oder auch sportlich betrachtet, leistungsbezogen, da so eine Scheiße davor gesetzt. Das ist schon sehr enttäuschend. Ne? Gut, nach diesem grandiosen Kick übrigens, hat Baumgart ja vor 3-4 Tagen ja schon angekündigt gehabt, außer es wurde jetzt was geändert, sei es jetzt kurzfristig oder jetzt gestern, vorgestern, was weiß ich, wahrscheinlich nicht, ist jetzt am Freitag, am Samstag und am Sonntag, also jetzt sind komplett 3 volle Tage trainingsfrei. Ja, Baumgart meint, das haben die Jungs verdient, das brauchen sie. Also von daher, ja, weiß ich nicht, mir fällt dazu nichts ein. Wenn man dann allerdings ab Montag bis einschließlich Samstag durchtrainiert, weil der ein oder andere Nationalspieler kehrt ja dann wieder zurück. Skiri leider erst wieder als letzter, der ist erst am 30., also nächste Woche Donnerstag wieder zurück, oder wird er dann halt beim Training erwartet, hoffentlich gesund und fit und nicht verletzt oder krank. Ja, dann kann ich damit leben, wenn man dann von Montag, also kommenden Montag bis Samstag durchtrainiert, aber wenn in diesen 6 Tagen auch wieder 1 oder 2 Tage wieder frei ist, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Also haben wir Länderspielpause und haben dann irgendwie von 14 Tagen hast du einfach 5 Tage frei. Und hast du hier so ein Freizeitkick, Testspiel, was auch immer, Gedächtnisspiel, ich habe keine Ahnung, was das hier heute war, mit so einer Leistung und du verlierst gegen die Stadtparktruppe aus Belgien hier 0-1, hättest noch höher verlieren können, ja, da lobe ich mir jetzt 3 Tage frei, plus vielleicht nochmal 1-2 Tage in der kommenden Woche, kannst du dir nicht ausdenken. Also ich weiß nicht, wie wir jetzt überhaupt noch
mit dieser Herangehensweise, mit diesem nicht vorhandenen Feuer, mit dieser nicht vorhandenen Leidenschaft, kein Biss, kein gar nichts, wie du überhaupt noch ein Spiel jetzt in dieser Bundesliga-Saison gewinnen willst. Also wahrscheinlich rockst du da irgendwie zwei Unentschieden runter und bist am Ende dein Vorletzter und dann klatschen wir alle, weil wir mit Baumgart in die zweite Liga gehen. Sorry. Katastrophe. Mir fällt dazu nichts mehr ein. Ich mache jetzt einen Punkt, lehne mich zurück. 3 Tage FC frei. Ja, ist auch mal schön, ne? Was anderes. Es gibt 2 Gerüchte. Dazu möchte ich mich jetzt aber auch nicht viel äußern. Einmal über Popovic und über Ferrei. Popovic irgendwie aus, weiß ich nicht, in Monaco, glaube ich, ausgebildet. Spielt, glaube ich, in Brügge jetzt, wenn ich richtig informiert bin oder ich das im Kopf habe. Und Ferrei spielt in der zweiten deutschen Bundesliga bei Braunschweig. Also, ja. Ob das jetzt Spieler sind, die der FC braucht, weiß ich nicht. Wie viel an diesem Gerücht dran ist, weiß ich auch wieder nicht. Am Ende wäre das sowieso wieder von Keller und Baumgart hartnäckig dementiert. Da ist sowieso nichts dran. Maybe. Kann ich jetzt nicht zu sagen. Also solange ich tatsächlich nicht weiß, bleiben wir in der ersten Liga oder gehen wir runter, befasse ich mich damit nicht. Ne? Also wie gesagt, es kursieren halt diese Gerüchte. Möglicherweise ist auch was dran. Ne? Der FC wird sehr wahrscheinlich wieder nichts zugeben wollen. Ja, ich kann aber auch ehrlich gesagt auch jetzt auch nicht so viel zu den beiden sagen, weil ich mir die jetzt, nachdem die Gerüchte jetzt in den letzten 1, 2, 3 Tagen rauskamen, habe ich sie mir jetzt auch nicht irgendwie großartig angeguckt. Weil es gibt im Moment Wichtigeres, als über vermeintliche Neuzugänge für die neue Saison zu sprechen, wenn wir noch nicht mal wissen, in welcher Liga wir spielen. Ne? Also so viel sei gesagt, ich habe das schon mitgekriegt, aber erstmal so. Ne? Sollte es da konkreter werden oder sowas, dann befasse ich mich damit auch mehr und dann werde ich euch darüber dann meine Meinung sagen. Gut, legt euch wieder hin, macht das Licht aus, lasst es euch gut gehen. Ich melde mich, wenn es was zu melden gibt. Wahrscheinlich dann erst ab Montag, wenn die Jungs dann trainieren, weil jetzt ist er frei. Ne? Für jeden Arbeitnehmer unter euch am besten jetzt den Chef noch privat anrufen und ihn bitten, auch die nächsten Tage frei zu bekommen, denn ich glaube, ihr braucht das auch, weil heute war der Tag viel zu schwer für euch. Egal, wie schwer er tatsächlich für euch war, aber ruft doch einfach mal den Chef an. Vielleicht geht der Baumgart ans Telefon. Ich weiß das nicht. Ne? Alles klar. Peace, Bruder. Tschüss. Und Mädels natürlich. Ne? Tschüss.